Lothar Matthäus hatte nach Magdeburg geladen für einen guten Zweck. Ein Benefizspiel für die Opfer der Flutkatastrophe. Die Magdeburger Allstars, angeführt von DDR-Rekordnationalspieler Achim Streich, gegen Lothar and Friends, natürlich mit dem Rekordnationalspieler des DFB. Ebenfalls mit dabei unter anderem Jens Nowotny, Zecke Neuendorf, Ulf Kirsten und Boxweltmeister Robert Stieglitz. Leider kamen nur 2000 Fans nach Magdeburg. Matthäus resignierte aber nicht und erklärt, warum er geladen hatte. Genau das, was Sie gerade gesagt haben. Die gehen einen nicht mehr aus dem Kopf und ich glaube, wenn Möglichkeiten bestehen, sollte man helfen. Ja, war natürlich ein bisschen schade, dass das Stadion nicht ganz voll war. Aber trotz alledem, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und unterm Strich sollte auch noch was übrig bleiben. Matthäus war während der Partie überall auf dem Feld zu finden und schaltete sich oft mit ins Offensivspiel ein. Ja, weil die anderen zu faul zum Laufen sind, die bleiben dann meistens hinten stehen und einer muss ja die Lücke zwischen Abwehr und Offensivspiel zumachen. Und das war heute ich. Nein, Spaß beiseite. Das Spiel wird dann nicht so ernst genommen, was die Position betrifft. Man wechselt natürlich auch ein bisschen. Und ich glaube, jeder ist mal ein bisschen froh, wenn er sich ein bisschen ausruhen kann nach doch temporeichen 90 Minuten. Am Ende hieß es nach einem munteren Kick 4:4 unentschieden. Ein versöhnliches Ergebnis also. Ja, absolut. Und auch Dank an alle, die hier mitgekickt haben. Dank auch an die Zuschauer, dass sie hier ein bisschen für Stimmung gesorgt haben. Das war schon ordentlich und von dieser Seite her sind wir alle zufrieden.